In diesem Video werden wir das Thema Zahlen formatieren ansprechen. Ich gebe mal zwei Beispielzahlen, 11.000 und ich gebe mal eine ganz kleine Zahl, 0,25. Und ich klicke mal auf die 11.000 und gehe über Format, Zellen formatieren. Und da haben wir die ganzen Möglichkeiten, wie wir unsere Zahlen darstellen können. In Excel die Formatierung wie Fett, Kursiv, Unterstrichen, Schriftarten und so Größen, das ist wie in anderen Programmen wie Word zum Beispiel, ist auch gar nichts Kompliziertes. Wo es in Excel ein bisschen aufwendig ist, sind die Formatierung für Zahlen. Wie kann ich Zahlen darstellen und was für Möglichkeiten gibt es? Weil da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wie man Zahlen darstellt. Wir fangen jetzt in diesem Video mit der einfachen Art und ich werde Folgendes ansprechen. Zahl, Währung, Datum und Uhrzeit lasse ich mal für ein anderes Video, das dann diese Themen anspricht. Was ich noch mal heute machen werde, ist Prozent, Bruch, Wissenschaft und Text. Im nächsten Video werde ich dann das Thema benutzerdefiniert ansprechen. Sonderformate und Buchhaltung lasse ich dann für viel spätere Videos. Fangen wir mit Zahl an. Bei Zahl, da habe ich jetzt meine 11.000, ja, ich habe die 11.000 angeklickt. Da habe ich die 11.000 hier als Vorschau. Und hier standardmäßig sind schon zwei Dezimalstellen schon drin. Ich könnte jetzt reduzieren auf 0 oder erhöhen, so wie ich es will. Hier kommt auch noch der Tausender-Trennpunkt. Tausender-Trennpunkte haben nur eine Funktion, nämlich die machen die Zahl viel lesbarer. Ja? Und wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, diese Tausender-Trennpunkte kommen nicht nur bei Tausender, also, sondern auch bei Millionen. Wir können es mal gleich testen. Machen wir mal aus der 11.000 11 Millionen und gehen wir wieder über Format, Zellen formatieren, Zahl. Wenn ich jetzt den Tausender, machen wir die Dezimalstellen auf 0 und Tausender, man sieht jetzt hier, der Punkt erscheint bei jede drei Stellen erscheint dann dieser Punkt. Ja, und wenn ich 11 Milliarden hätte, hätte ich dann drei Punkte. Okay? Machen wir zwei Dezimalstellen. Was ich noch machen kann, ist so, dass man negative Zahlen, man kann sie als rot darstellen oder in als schwarze Zahlen. Das heißt, oft ist es so, man hat zum Beispiel eine Berechnung und in dieser Berechnung kommen manchmal positive Zahlen und Minuszahlen. Und man kann dann die Minuszahlen anders darstellen als die positive Zahlen. Ja, ich mache mal hier ein Beispiel. Nehmen wir an, wir haben jetzt diesen Umsatz. Wir haben hier Umsatz und Kosten und hier kommt der Profit. Okay, und ich mache meinen ersten Umsatz 11.000, dann habe ich 9.000 und 12.000 und hier habe ich Kosten von 5.000, hier habe ich Kosten von 12.000 und hier habe ich Kosten von 12.000. Okay? Der Profit ist natürlich Umsatz minus Kosten. So. Und jetzt, man sieht hier, man hat unter Profit mal positiv, mal negativ und mal 0 in dem Fall. Und jetzt wollen wir das formatieren, markiere ich sie. Gehe über Format, Zellen formatieren. So, jetzt, wie will ich meinen Profit darstellen? Machen wir mal ohne Kommastellen, mit Tausender Trennpunkt. Jetzt bei der Minuszahl, die können schwarz sein mit Minusstelle oder rot mal ohne Minus vorne oder mit Minus. Nehmen wir mal diese Variation und da sieht man, die Zahlen sind ganz normal mit Tausender Trennpunkt und hier die 3000 ist jetzt als rote Zahl. Natürlich. Sobald ich jetzt keine Minuszahlen mehr habe, ist sie dann nicht mehr rot. Ja? Machen wir jetzt mal die Kosten auf 5.000, dann ist sie automatisch nicht mehr rot. Ja? Und sobald hier zum Beispiel jetzt, ist diese rot. Ja? Also das ist der Vorteil von so einer Formatierung. So kann man auch die Minuszahlen schneller erkennen. Okay? Gehen wir wieder rein. Jetzt bei Währung, es ist genauso, Währung ist eigentlich eine Zahl. Man kann auch hier wie bei Zahlen die Kommastellen oder die Stellen nach dem Komma festlegen. Und man kann hier ein Währungssymbol wählen, zum Beispiel Euro oder Dollar oder was immer. Okay? Und so würde dann unser Profit ausschauen.
Prozente, da würde ich mal eine andere Dings wählen. Das ist jetzt 0,25. Wenn ich die als Prozent formatieren will, man sieht, das wird dann, wie ich in dem letzten Video auch erwähnt habe, das wird mal 100 multipliziert. Ja? Aus 0,25 wird 25%, was eigentlich richtig ist. Und ich kann hier auch noch die Stellen hinterm Komma festlegen, wie bei Zahlen und bei Währung. Okay? Ein interessantes Format ist Text. Und zwar, ich schreibe mal hier irgendwas rein, zum Beispiel eine Formel. Ist gleich 11.000 plus, da habe ich jetzt hier 20.000. Wenn ich jetzt hier in der nächsten Zelle oder in irgendeiner Zelle Zellen formatieren gehe und diese Zelle als Text formatiere, bei Text hat man keine Optionen, man hat das Format entweder als Text oder gar nicht. Und wenn wir das als Text nehmen und auf OK gehen, und jetzt probiere ich dieselbe Formel reinzuschreiben. Wird gar nicht gerechnet. Ja, das heißt, wenn ich Zellinhalte haben will, die zwar vielleicht als Zahlen oder als Formeln oder was immer ausschauen, aber die sind keine Zahlen oder die Formeln sollen gar nicht berechnet werden, nimmt man dieses Textformat. Ja, und man sieht ja, die Formel ist genauso wie die hier, bloß hier hat es gerechnet. Aber hier nicht, weil hier diese Zelle als Text festgelegt wurde. Diesen Effekt kann man auch erreichen, ohne dass man über Format geht. Und zwar, ich mach's mal hier. Man fügt das Apostroph ein. Das ist das Symbol überhalb der Raute neben das E, also gerade rechts von dem E, von der E-Taste. Und dann schreibe ich die Formel erneut. Ups, das geht's nicht mal. Das da muss ich dann so machen. E3 plus D4, das ist dann auch Text. Ja? Also, wenn man Text haben will, kann man einfach Apostroph und dann schreibt man, was man will, und schon ist das als Text, wird das als Text dann angesehen. Ja? Man sieht hier das kleine Apostroph, hier auch in meiner Formel, man sieht das kleine Apostroph. Oder wie hier, man kann es dann über Format, Zellen formatieren und Text nehmen. Okay? So, weitere Sachen, die ich noch zeigen will, legen wir mal wieder die Zahl 0,25. Man hat ein neues Format hier in dieser Version 2010 von Excel und das ist Bruch. Das war in älteren Versionen, so viel ich weiß, gar nicht. Und zwar hier, man sieht, aus der 0,25 kann man ein Viertel machen. Das ist einstellig und zweistellig ist es in dem Fall gleich wie einstellig. Nur bei etwas wie 1,25 da spielt das einen Unterschied. Wenn ich jetzt auf Zellen formatieren gehe und Bruch, dann sieht man, bei einstellig ist es 1 und 1 Viertel und bei zweistellig hat man hier eine zweistellige Leer zwischen der 1 und 1 Viertel und dreistellig noch mehr Leerstellen zwischen den 1 und 1 und 1 Viertel. Okay? Das sind so die Möglichkeiten mit Bruch. Wissenschaftlich ist so, dass die Zahlen als Exponent geschrieben werden. Ja, also in dem Fall ist aus der 1,25 wird 1,25 mal 10 hoch, in dem Fall 0, also mal 1. Aber hier bei der 0,25 könnte man es besser zeigen. Dann müsste dann hier stehen 2,5 mal 10 zu minus 1, also 2,5 geteilt durch 10, das ist dann 0,25. Das ist, also eigentlich wird das wissenschaftliche Format eigentlich nur für extrem große oder extrem kleine Zahlen verwendet und meistens nur in wissenschaftliche Anwendungen, kaum in normale Büroumgebungen oder normale Berechnungsumgebung. Meistens so in wissenschaftliche oder technische Anwendungen kommen solche Riesenzahlen oder solche Mini-Zahlen, Mikrozahlen, wo man dann so ein Format anwenden muss. Das sind ungefähr die ganzen Formatmöglichkeiten, die wir jetzt haben in Excel. Das ist jetzt die einfache Art, wie man Zahlen formatiert. Im nächsten Video werde ich dann zeigen, wie man es professionell machen kann. Und mit der professionellen Art hat man dann viel mehr Möglichkeiten. Und es wird sich um eine Sache drehen, nämlich Benutzer definiert. Wir werden jetzt in dem nächsten Video werden wir dann unsere Formate
selber erstellen. Und man hat dann hier viel mehr Möglichkeiten, als was hier angeboten wird. Ja, als Beispiel, ich gebe als einfaches Beispiel, nehmen wir an, ich habe hier eine Zahl, die heißt 5, und ich will jetzt aus dieser Zahl 5 Kilo machen. Ja, und das kann man übers Format, und zwar, das könnte man jetzt hier über diese Standarddinger nicht machen, sondern man kann dann hier gehen und wählt ein Format. Sorry, das ist klein geschrieben. Und so habe ich jetzt mein eigenes Format, nämlich 5 Kilo, was in der Standard-Formatvorlagen hier gar nicht existiert. Ja? Deswegen ist das eine sehr starke Möglichkeit, wie man seine Zahlen formatieren kann. Allerdings ist es auch, da gibt es ein paar Elemente, die man lernen muss, und es ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es ist eine sehr starke Möglichkeit, wie man Zahlen formatiert.